In diesem Video zeige ich euch die Weihnachtsmärkte hier in Zürich. Hallo meine Lieben, ich habe wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, in diesem Video werden wir mal die Weihnachtsmärkte hier in Zürich abklappern. Und ihr seht, es schneit, es liegt Schnee. Und ich stehe jetzt hier am Bellevue, am Weihnachtsdorf. Und das wird der erste Weihnachtsmarkt sein, den ich euch hier in diesem Video zeige. Wir waren letzte Woche schon beim Illuminarium, das zeige ich euch aber dann auch noch gleich. Da liegt natürlich kein Schnee, also es ist ein bisschen, ne, zeitversetzt. Aber das zeige ich euch auch noch in diesem Video und wir werden am Zürcher Hauptbahnhof hin und fahren auch auf den Uetliberg und der Coca-Cola-Truck kommt auch am Sonntag hierher. Und genau, das zeige ich euch alles in diesem Video, aber wir fangen jetzt erstmal hier beim Weihnachtsdorf am Bellevue an. Natürlich gibt es hier auch verschiedene Stände. Hier gibt es Trüffelpasta, Falafel, auch passend sich in die Kussrutsche. Es gibt eine Bar, dann schauen wir uns mal direkt die Glühweinpreise an. Hier kostet ein Glühwein, ein Glühwein kostet hier 6,90 Franken und der Refill kostet 6,30 Franken. Und mit Schuss 9,90 Franken. Und für die Tasse müsst ihr 5 Franken Pfand da lassen. Ansonsten seht ihr oben auch noch andere Getränke. Hot Pink Panther mit Wodka und Mixed Grapefruit. Irish Coffee und ja, und da waren auch Softgetränke da. Noch einige Sitzmöglichkeiten, wie unter anderem so Stübli oder hier überdacht. Euch hinzusetzen, Raclette mit Kartoffeln zum Beispiel, ein sehr begehrtes Essen, kostet hier 12,80 Franken. Hier gibt es wirklich, also ich weiß noch, wie jedes Jahr hier findet jeder Gaumen etwas zu essen. Madame Sam ist gerade sehr dampfig. Gibt es hier Indian Food, es gibt Cookies, ich weiß, dass es hier auch Baumstriezen gab. Pizzeria, Tacos, was Asiatisches, Mantou, Spätzle, die sind so geil. Käsespätzle mit Speck und Röstzwiebeln 16,80. Und die Rösti-Bar. Schnee sieht das natürlich alles noch viel, viel magischer aus, aber es
nicht vorsichtig laufen. Auf jeden Fall habt ihr hier auch Toiletten. WC, hier ist auch alles ausgeschrieben. Das ist auch einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte, sieht man jetzt nicht so, weil ich denke mal, es ist Freitagabend, es hat geschneit und ich denke mal, dass viele deswegen heute nicht herkommen, aber am Wochenende ist hier immer sehr, sehr voll. Cool, jetzt hier abends, Freitagabend zusammen. Hier seht ihr mal, die könnt ihr die Tickets online kaufen für die Tram, die ihr gerade gesehen habt. Und genau, mit zwei Engeln fahrt ihr durch die Innenstadt vom 22.11. bis 24.12., von Montag bis Freitag von 18.25 bis 18.50 und Samstag bis Sonntag bereits ab 12.10 Uhr. Genau, also sieht so aus, Kinder von 4 bis 9 Jahren dürfen mitfahren. Die Fahrt dauert ca. 20 Minuten, kostet 10 Franken, also sieht mega schön aus. Und Engel sind natürlich auch dabei. Aber online kaufen. Ich bin jetzt hier am Paradeplatz angekommen, in der Bahnhofstraße. Das ist die Einkaufsmeile hier in Zürich. Und hier seht ihr schon die Lucy Lights. Genau, die haben einen Namen. Die wurden am Donnerstag, also gestern Abend, offiziell eröffnet, angezündet. Und jetzt leuchten sie hier jeden Tag. Und die ganze Bahnhofstraße ist super schön dekoriert. Also wir laufen jetzt auch Richtung Bahnhof. Also ich komme jetzt von da unten. Da ist der Zürichsee, der Paradeplatz. Ich laufe jetzt Richtung Bahnhof. Da gehe ich nämlich gleich essen mit meinem Schatzi. Kommt da hin und hier habe ich jetzt gerade noch so schöne Fotos gemacht. Ich weiß nicht, was das überhaupt ist. Also da kann man so reingehen, da sind so Lichter drin. Das sieht sehr schön aus. Das steht auch, von wem das ist. Ja. Also wir laufen jetzt weiter die Bahnhofstraße hoch oder runter. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung. Auf jeden Fall Richtung Bahnhof. Und ich zeige euch auch ein bisschen die Bahnhofstraße, wie schön sie beleuchtet ist. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when it's cold and drear. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Brings to us such joy and glee. Oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Schauen wir uns mal den Singing Christmas Tree an. Das ist sehr, sehr schön. Mhm.
Hier im Landesmuseum am Illuminarium und das ist eines der frühesten, sagen wir, Weihnachtsmärkte, so eine Art Weihnachtsmarkt, der in Zürich aufmacht. Es gibt zwei Eingänge, einmal für Show und Restaurant und für Bars and Food, und die Schlange, die ist kostenlos für Bars and Food, die ist sehr, sehr lang. Können rein. Wir haben aber Tickets gekauft für die Show und deswegen können wir an der Schlange vorbei und direkt rein, was sehr, sehr praktisch ist, oder? Kann man auf jeden Fall schon mal empfehlen an einem Freitagabend. Durchaus, ja. Wir haben uns, glaube ich, mindestens 45 Minuten da geschafft. Ja, also die Schlange ist sehr, sehr lang. Gut, wir haben auch Freitag, es ist 19 Uhr, heiß hier, aber sieht schon sehr, sehr schön aus. Das ist halt diese perfekt organisierte Dame, die das hier alles mitmacht. Guck mal, die ganz alten Fernseher haben sie ausgepackt hier. Also wenn du sagst, die Fernseher sind alt, das sind die Fernseher, mit denen ich groß geworden, weißt du, da fühle ich mich auch gleich alt. Ich hatte auch noch so einen in meinem Kinderzimmer. Hast du noch damit gezockt? Ja. The Christmas lights fill the city. There are people everywhere. Snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. How won't you feel about packing up today? Wir haben uns ein Glöckli geholt. Einmal rot und einmal weiß, kostet 6,90 Franken hier. Cheers! Cheers! Also hier seht ihr mal, welche Shows es gibt. Wir haben uns jetzt für Yukis klangvolle Weihnachten entschieden, weil das hat online ganz gut ausgesehen. Tickets gibt es für Erwachsene für 13,90, Kleinkinder bis 15 sogar gratis. Und es gibt noch dieses Odyssee in Space, das hat uns jetzt aber nicht so zugesagt. Und es gibt auch Kombi-Tickets. Also auf jeden Fall vorher online buchen, weil dann könnt ihr die Schlange vorne einfach umgehen. So, wir sind jetzt hier drin und hier gibt es auch einige Sitzplätze. Also hier kann man sich hinsetzen. Da vorne gibt es noch ein paar Bänke. Ich weiß nicht, es spielt sich halt hier überall wieder. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön beleuchtet hier mit den Weihnachtsbäumen. Getränke darf man übrigens auch mit reinnehmen, also gar kein Problem. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen zur Illuminarium Weihnachtsgeschichte. Schaut euch um, es gibt viel an den Wänden zu entdecken. Begleitet Yuki und seine Freunde auf ihrer Reise in magische Welten. Lasst euch verzaubern und taucht ein in Yukis Geschichte voller Wunder, Freundschaft und dem wahren Geist von Weihnachten. Sie sind eifrig dabei, sich auf Weihnachten vorzubereiten, doch sie haben das Gefühl, dass etwas fehlt. Eine Karaoke-Maschine? Schlägt Leo vor. Eine Schneeballkanone? Fügt Diva hinzu. Thank you.
Es gibt auch verschiedene Stände, hier zum Beispiel Hot Chivito, Indian Street Food, es gibt Waffeln. Da vorne gibt es auch was Taiwanesisches. Wir gehen mal schauen, um was zu essen holen. Was sagst du zur Show? Ich fand's geil. Ich fand's richtig cool. Kann man sich angucken, auch als Erwachsener. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, vor allem auch, dass wir nicht warten mussten. Vor allem bei Freitagabend. Auch so taiwanesisches Streetfood-Bau, was ich ja sehr, sehr, sehr lecker finde. Ich liebe ja diese Bau-Wurst. Currywurst. Currywurst, ja, auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ihr seht immer die Preise, so ein Pork-Belly-Bau kostet 14 Franken mit Koriander, Erdnüssen, Sesam, Mango, Chili und Sprossen. Es gibt auch so Menüs mit den hausgemachten Chips. So, einmal der Bau für, mit Pork-Belly für 14 Franken. Ja, ist ein stolzer Preis. Habe ich auch mal gedacht, für die Größe. Ja, ist aber, ich hoffe, es schmeckt wenigstens. So, Raclette mit Kartoffeln kostet hier 12,80 und hier gibt es aber auch Glühwein. Refill ist übrigens ein bisschen günstiger. So, das Raclette sieht übrigens so aus. Schmeckt's? Sehr gut. Ja, genau. Na, lecker. Also wir verlassen jetzt das Illuminarium und hat uns beiden sehr gut gefallen. Und das ist tatsächlich auch der erste Weihnachtsmarkt sozusagen in Zürich. Fängt schon am 7. November an. Also relativ früh und geht auch am längsten bis zum 30. Dezember. Also ihr könnt auch lange nach Weihnachten noch hier sein. Und ja, wir müssen uns jetzt wieder durch die Menschenmenge schlängeln und dann verabschiede ich mich für euch. Aber übrigens, falls ihr den Swiss Bachelor kennt, der steht da. Da. Habe ich per Zufall gesehen, weil mein Freund und ich gucken ja mal Trash-TV und wir haben auch mal den Swiss Bachelor, gucken wir ab und an mal. Und ich habe dann mal so runtergeguckt und ich so, das ist der Swiss Bachelor. Ja. War auf jeden Fall sehr spannend heute. Naja, wir gehen jetzt hier wieder raus. Hat uns super gefallen, aber wir würden auf jeden Fall an so einem Abend hier mit Ticket empfehlen. Dann müsst ihr auch draußen nicht anstehen. Es gibt viele verschiedene Sachen zu essen, zu trinken. Und ja, es gibt sogar einen Club da vorne. Da habt ihr sogar einen Club. Und falls ihr ein Fondue essen wollt, gibt es hier auch so ein Restaurant. Da könnt ihr dann drin sitzen und Fondue essen, aber unbedingt reservieren. Ein weiterer Weihnachtsmarkt ist sehr weit oben, und zwar auf dem Ötliberg. Und hier bin ich angekommen und stiefel jetzt erstmal hoch. Ja, ich bin mit der Bahn angekommen, ist immer die beste Möglichkeit. Und hier sind aber auch einige Schlitten und Snowboarder, weil es liegt ja natürlich Schnee. Und viele fahren dann mit dem Schlitten hier runter. Das geht. Wollte ich auch schon immer mal machen. Habe ich bisher aber nicht geschafft. Und heute, ich habe mein ganzes Equipment dabei. Ist ein bisschen schlecht mit Schlitten fahren. Aber ich wollte mir ja den Weihnachtsmarkt oben anschauen. Und das machen wir jetzt. Genau. Und ja, ansonsten ist, kann ich euch mal zeigen, falls es jemand interessiert, da der Schlittelweg. Da fahren jetzt die ganzen Leute wieder runter. Und ich glaube, dann mit der Bahn kann man dann wieder hochfahren. Ich weiß nicht, wie lang es ist, aber wie gesagt, ich wollte es mal unbedingt ausprobieren. Vielleicht beim nächsten Schnee dann, weil morgen soll es wieder wärmer werden, dann schmilzt es wahrscheinlich. Is it wrong for me to want you for my own? Dear.
jetzt noch oben angekommen, eine sehr rutschige Angelegenheit für Schnee. 451 Meter über dem Zürichsee. Und ja, hier ist auch ein ganz kleiner, süßer Weihnachtsmarkt. Hier brennt auch abends wahrscheinlich das Feuer. Das ist natürlich auch ein Hotel, also ihr könnt ja auch gerne übernachten, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, so groß ist es nicht. Es gibt so einen kleinen Marktstand hier. Da gibt es dann, ich glaube, letztes Mal gab es hier Wurst und Glühwein. Wir schauen uns natürlich auch gleich die Preise an. Aber bitte denkt dran, winterfeste Schuhe mitzunehmen, wenn es hier Schnee liegt. Hier seht ihr mal ein Menü, Bratwurst mit Pommes und Getränk kostet 16 Franken. Es gibt auch hier so ein Pizza-Ding für 16 Franken im Menü. Glühwein kostet hier 7 Franken hausgemacht und mit dem Schuss nochmal 2 Franken extra. Genau, da kann man sich hier schön hinsetzen. Da vorne gibt es auch noch einen Marktgrill. Es gibt auch Toiletten, kosten aber 1 Franken und man muss Kleingeld haben. Ich muss mir gleich mal meine 2 Franken wechseln. Ich habe nämlich nur 2. Genau, da kann man sich hier hinsetzen und die super schöne Aussicht genießen. Die Aussicht zeige ich vorne auch noch, aber es ist einfach mega schön. Also lohnt sich auf jeden Fall der Aufstieg hier hoch. Wenn wir noch da hinten hinschauen und versuche jetzt mal da meine 2 Franken zu wechseln oder einen netten Gast hier oben zu fragen. Aber warum da unten nicht mit Karte gezahlt werden kann, ist auch ein bisschen blöd. So, ja, so sieht das hier oben aus. Mega schön. Total geile Aussicht hier auf die Berge. Alles so schön verschneit. Ja, ich bin jetzt natürlich Samstagmittag, dementsprechend ist ja auch sehr viel los. Das Wetter ist super, es liegt Schnee, ist aber traumhaft schön. Hier ist ja auch natürlich einiges was los. Genau, hier Achtung wieder, es steht auch überall, Achtung, kein Winterdienst. Es ist sehr, sehr rutschig und glatt. Also wie gesagt, nehmt gute Schuhe mit, wenn ihr hier hochstiefelt, hochlaufen geht. Aber runter wird das Problem und hier sind so schöne Eisstatuen, wenn ich mal dahin gerutscht komme. Hier so Schneemänner, oder? So, das sieht ja immer aus wie Schneemänner. Ja. Mega süß. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yeah. Ich schaue mich jetzt langsam wieder auf den Abstieg. Die nächste S-Bahn fährt in knapp 40, 35 Minuten und wie gesagt, ich muss langsam runterlaufen. Genau, hier dieser Winterzauber ist noch bis zum 28. Februar, also noch eine sehr, sehr lange Zeit. Und vielleicht habt ihr die Gelegenheit, hier mal den Ökliberg zu besuchen. Ist auf jeden Fall immer ein sehr, sehr schöner, egal ob Wind, Sommer oder Winter, immer ein sehr, sehr schönes Ausflugsziel, weil es halt sehr nah an Zürich ist und trotzdem habt ihr eine schöne Aussicht. Und wenn halt noch Schnee liegt, ist es noch mal ein bisschen magischer. So, ich gehe jetzt runter und dann besuchen wir den nächsten Weihnachtsmarkt. Und das wird der am Züricher Hauptbahnhof sein. Der nächste Weihnachtsmarkt, den ich euch zeige, ist der hier an der Europaallee. Und zwar heißt er Züricher Weihnachtsallee. Ist direkt hier am Bahnhof, am Hauptbahnhof, wenn man rauskommt. Und hier ist auch heute der Coca-Cola-Truck, den wir jetzt suchen werden. Und ja, ich zeige euch ein paar Eindrücke vom Weihnachtsmarkt. Ihr habt hier verschiedene Optionen wieder zum Essen, vegetarisch und vegan. Ihr habt hier einmal Raclette mit Kartoffeln, kostet hier 12,80 Franken. Käsespätzle mit Speck und Röstzwiebeln 16,80. Die klassischen Würstchen vom Grill und auch Knoblauchbrot. Oh, Currywurst wäre auch geil. Mein Schatz hat Hunger. Gyoza gibt's hier. Das ist interessant bei Gyoza. Vor ungefähr 10 Jahren gab es die noch nirgendwo. Mittlerweile hat sich das hier voll durchgesetzt. Man kriegt überall Gyoza. Was ist das denn? Spanish Street Food. Croquetas. Croquetas, das sind Kroketten.
Und wie immer auf dem Weihnachtsmarkt einmal den Glühweinpreis. Rot und Weiß gibt es hier für 6,90 Franken und Refill kostet wieder 6,30 Franken. Mohrenköpfe in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Da müssen wir nachher vorbei, auf jeden Fall. Es gibt auch verschiedene Weihnachtsdekorationen, die ihr kaufen könnt. So, haben wir noch den Coca-Cola-Truck. Oh, wow. Als erstes haben wir uns jetzt hier eigentlich wollte mein Schatz nur die Waffel haben, aber ich werde natürlich ganz nicht eigennützig auch mal probieren. Kostet 9,50 Franken, aber ich finde sie sehr, sehr groß. Ist riesig, für den Preis sehr gut. Und wird frisch gemacht. Und wie ist sie? Lecker. Oh ja. Sehr gut. Hier könnt ihr einmal eure Coca-Cola-Dose personalisieren. Mach ein Foto allein oder zusammen mit deinem Lieblingsmenschen. Erstelle eine eigene personalisierte Coca-Cola-Dose. Das werden wir auf jeden Fall gleich machen. Aber wie gesagt, die Schlange ist hier sehr lang. Und dann kann man sich da hinten rechts auch nochmal anstellen für ein Foto da drin. Es gibt auch gratis Merchandise und zwar hier diese sehr hochqualitative super Weihnachtsmann Coca-Cola Mütze. Aber bekommt ja jeder Gast. Huch, ist auch sehr schön. Ich ziehe sie mal an für euch. Ich habe sie mal für euch angezogen. Ist schon cute, diese Weihnachtsmütze. Hier drin könnt ihr auch ein Bild mit dem Weihnachtsmann machen. Ihr geht dann da rein, ihr bekommt dann das Bild, wie ihr sehen könnt. Aber ich kann euch mal die Schlange gleich zeigen. Wenn Leute mal hier durch sind. Also das da ist die Schlange. Das machen wir jetzt doch heute nicht mehr. Weil das mit dem Foto hier mit der Dose hat schon sehr, sehr lange gedauert. Das ist uns gerade jetzt die Schlange für die Dose. Also optisch gesehen ist sie kürzer, aber wie gesagt, es dauert halt ewig, diese Dose zu bekommen. Jetzt zeige ich euch noch das Ergebnis von der Dose, die jetzt aber nicht so berauschend ist. Es dauert halt wirklich lange, dieses Bild zu bekommen, weil erstmal darf man nicht direkt die Dose fassen, wenn man sie bekommt, weil sonst ist das Bild hinüber. Und bei einigen war es halt so, dass das Bild überhaupt nichts geworden ist. Dann mussten sie 2, 3, 4 Mal nochmal die Bilder machen, bevor es irgendwas geworden ist. Deswegen hat es auch wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ja, es ist eine ganz nette Erinnerung, aber qualitativ jetzt nicht die hochwertigste Dose. Aber hey, es ist Coke Zero. Für mich gibt es jetzt den Lammspieß für 13,50 Franken. Für mich alleine, weil mein Schatz mag kein Lamm. Aber ich liebe Lamm.
So, Schatz, ihr wollt jetzt, wie heißen die Ribs? Barbecue Ribs. Barbecue Ribs. Was da seid ihr? Also, Schatz, ihr wollt die Barbecue Ribs für 16,50 Franken. Und? Geil. Sind geil. Ich probiere jetzt auch gleich mal. Aber ich möchte sie nicht anfassen. Jetzt muss ich meine Hände dreckig machen. Das müssen wir sauber. Den letzten Weihnachtsmarkt, den wir jetzt an diesem Wochenende besuchen, ist der im Züricher Hauptbahnhof. Hier werden wir uns auch noch mal durchprobieren, auf jeden Fall noch einen Glühwein trinken. Und den zeige ich euch jetzt auch noch. Das ist Rote-Bete-Suppe. Probier mal. Wir haben jetzt hier so ein... Wo? Nalinski, gefüllte Pfannkuchen. Das will ich jetzt essen. Ja, also wir sind jetzt hier am ukrainischen Stand, aber es ist ja, ich würde sagen, osteuropäisch. Pelmeni gibt es hier, was Pierogi ist, mit Sauerrahm und Butter. Also auf jeden Fall. Und Daria, liebe Grüße. Es gibt hier auch Miodove. Ja, ihre Mutter backt den jedes Jahr und ich habe den auch schon ganz, ganz oft gegessen zu ihrem Geburtstag. Sehr, sehr lecker. So, Pelmeni war aus, Naleschniki waren auch aus, aber jetzt gibt es Wareniki. Aber in Polen, also die sehen bei uns aus wie Pierogi in Polen. Also. Und? Die sind sehr lecker, aber es fehlt ein bisschen Salz. Okay, ich habe Aromat noch dabei. Ja, du hast alles dabei, ich weiß. Dieses Jahr ist das anscheinend der Weihnachtsbaum hier im Bahnhof von Lind. Ich war nicht letztes Jahr nicht da, aber das vorletzte Jahr war es auf jeden Fall Swarovski, weil ich erinnere mich an die Swarovski-Sterne, die dann jedes Jahr so eine Jahreszahl dran hatten. Ja, doch, irgendwas. Weil ich erinnere mich, du hast mir ja auch mal den Stern da geschenkt. Ja, stimmt. Den Weihnachtsbaum, der hing da auch irgendwo dran. Ja, ja, stimmt. Die hatten alle verschiedene Jahrgänge, weil die immer so einen Jahresstern haben. Genau, der war voll mit diesen Jahressternen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, aber die 2021 oder 2020 oder ich den geschenkt habe. Ich glaube sogar noch früher. Auf jeden Fall finde ich den aber sehr schön. Sieht zum Anbeißen aus. Und sind ja auch tatsächlich mein Lieblingsgeschmack, die roten Lindor-Kugeln. Glaubst du, da ist wirklich Schokolade drin? Mit Sicherheit. Aber ich bin dagegen zu sagen, dass die roten die besten sind. Ich finde die Stracciatella die besten. Nee. Doch, die waren total lecker. Mit weißer Schokolade. Ja, weil du weiße Schokolade magst. Ja. Nee. Lindor so ein bisschen aufgewärmt in der Hand, damit der Kern so ein bisschen flüssig ist. Und dann in den Mund. Mm. Nee. Und dann beißt du da auf die Kugel, da kommt diese flüssige Schokolade. Ja, aber dann kannst du auch Rocher essen dann. Also nein, das ist was anderes. Ja, Haselnuss dabei, nimm die Creme. Nein. Rocher ist viel besser als nein. Das. Lind. Ja, roten Rocher. Lindor. Ich glaube, das ist ein Trennungsgrund, oder? Wir haben uns jetzt jeweils einen Glöck geholt. Ich habe da so Mandeln noch reingeworfen und Trockenfrüchte. Für 2 Stück 13,80 Franken. Ich habe jetzt mal einen Überblick vom Weihnachtsmarkt von hier oben. Und hier staut sich's gerade ein bisschen, weil man kann auch da wohl auf diesem Schlitten von Lind ein Foto machen. Mit dem Weihnachtsbaum im Hintergrund, sehr schöne Location. Ist natürlich gratis, aber da knubbelt sich schon sehr. Aber ist ein sehr, sehr schöner Baum. Mit der Lindor-Kugel oben als Spitze. Das war hier mein Video zu den Züricher Weihnachtsmärkten an diesem Wochenende. Also wir haben noch nicht alles abgeklappert, aber den Großteil habe ich euch hier im Video gezeigt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und das Gute an Zürich Innenstadt ist, dass man alles fußläufig gut ablaufen kann. Es ist alles sehr nah beieinander. Es lohnt sich auf jeden Fall, vielleicht am Bahnhof zu starten, dann die Bahnhofstraße hochzulaufen, den singenden Weihnachtsbaum, der Christmas Tree, sich anzuschauen, natürlich die Lucy Lights, wenn es dunkel ist, und dann weiter zum Bellevue zu laufen. Und dann ist man auch direkt am Zürichsee und dort auch den Weihnachtsmarkt zu genießen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.